Kapitel 22 Geteilte Macht. Es war alles geschafft. Das Stadion leerte sich bereits schnell. Nur wenige Pokémon verblieben noch. Unter ihnen waren Team Slash, Nordica und Polanavatra. Die Feierlichkeiten hatten geendet. Team Slash waren die Sieger. In einem Kampf um nichts als Ruhm. Ich dachte wirklich, nachdem wir unseren Punkt geholt haben, dass wir euch hätten. Ihr müsst uns wirklich noch mehr beibringen. Wir sind immer zum Training bereit, das wisst ihr ja. Vielleicht kriegst du mich ja dann nächstes Mal auch dran. All die fröhlichen Gespräche waren schön und gut. Epsilon hatte jedoch das Emblem für ihr Team nun in Empfang genommen. Und auch Kell stieß wieder zu ihnen. Nun die drei Teile der Rüstung angelegt, welche sein Team bereits besessen hatte. Gleich würde dieser Ort ein anderer werden. Die Stimmung würde kippen, das wusste Epsilon. Aber es war soweit. Also dann, das Turnier ist rum. Und ein Deal ist ein Deal. Aurora, Kell, ihr braucht nur noch einen Teil der Rüstung. Da sollt ihr es haben. Insofern ihr euch an unseren Deal erinnert. Naja, erinnern schon. Aber du sagtest nur, dass wir dir einen Gefallen schulden. Wenn dir irgendwann was einfällt, dann kannst du ja einfach zu uns kommen. Du weißt ja, wo wir sind. Bedeutungsvoll trat das Zoroark nach vorne. Weg von ihrem eigenen Team. Näher an ihre Tochter und an Kell. Nein, ich habe bereits etwas. Ihr bekommt die Rüstung, wenn ihr dabei seid. Naja, wir haben dir das mit der Wette sowieso schon versprochen, oder nicht? Gut, dann ein allerletztes Mal. Lasst mich bei euch mitmachen. Sofort, als diese Worte gefallen waren, mischte sich Seraora empört aus dem Hintergrund ein. Bitte? Epsilon, du gehörst zu Team Slash. Wir haben gerade den Titel gewonnen. Du kannst jetzt doch nicht einfach wechseln. Sofort zog Epsilon ihre Klinge. Zeigend, dass sie bereit für den Kampf war, sollte Seraora sie weiter herausfordern. Mir ist diese Liga scheißegal, Seraora. Mir geht es hier nicht um irgendein Slash-Polanavatra-Getue. Aurora, Kell? Dachtet ihr, ihr könntet mich ewig täuschen? Wovon? Lügt nicht weiter. Als ich den Kaiser antraf, in eurer Gegenwart, brach meine Vision zusammen. Ich habe seine Identität so lange gesucht. Und das Puzzle trug einen deutlichen Namen. Elementaras Treue, Amagagas Angriff, Polas Verrat. Aurora, du musstest es gewesen sein, gegen dich an Elementaras Grab kämpfte. Aber dann warst du in der Gegenwart des Kaisers. Das Puzzle war komplett, aber das Ergebnis falsch. Ihr hattet mich kalt erwischt. Aber ich habe euer Spiel durchschaut. Den Plot-Kaiser gibt es nicht. Habe ich recht? Ganz Polanavatra hat tolle Alibis, die sie einander geben konnten. Aber vorhin hat Seraora mir etwas Schlaues gesagt. Nur weil eine Position mit viel Macht verbunden ist, muss ein Pokémon sie nicht alleine tragen. Habe ich nicht recht? Drei Pokémon. Ein Kaiser. Aurora und Polar. Ihr beiden wart für viele Jahre lang der Schrecken der Region. Der Plot-Kaiser. Immer einer von euch mit Rüstung. Und damit der oder die andere mit Alibi. Und dann habe ich euch auch noch Kell geschickt. Ein Pokémon, geprägt von negativen Emotionen, mit einem starken Sinn der Gerechtigkeit. Der perfekte dritte Kaiser.
habe euch so oft gefragt. Und nun von Angesicht zu Angesicht. Lasst mich an eurer Seite kämpfen. Dann bekommt ihr die Rüstung. Wovon redest du, Epsilon? Glaubst du... Kell hatte bereits mit seinem empörten Monolog begonnen, als Aurora sich entschied, ihn zu unterbrechen. Nein, Kell, es ist genug. Lass uns keine Wahrheit mehr verstecken, die durchschaut wurde. Ruf lieber Polar. Anschließend wandte sich das Vulnona an Epsilon, ihr Ausdruck ernster, düsterer als je zuvor. Wir werden uns beraten, sobald Polar hier ist. Dann entscheiden wir, ob wir das Angebot annehmen. Und hat davor vielleicht jemand mal Lust, uns einzuweihen? Was zur Hölle redet ihr? Was soll das alles? Vorsichtig versuchte sich das Elektro-Pokémon zu nähern, sein Teampartner Monagoras folgend. Beide bereit für einen Kampf. Epsilon hob bereits ihre Klinge. Doch ein Eingreifen wurde nicht nötig. Stattdessen schoss aus dem Himmel herab ein neues Wesen auf den Rasen, zwischen die beiden kämpfenden Parteien. Rotes Cape, blaue Rüstung, eine Klinge. Der Plot-Kaiser. Oder nun einer von drei Plot-Kaisern. Haltet euch da raus! Das hier geht kein Team Slash etwas an. Kein Nordica. Nicht einmal ein Polana Vatra. Das hier ist unsere Sache. Nur Aurora, Kell, Epsilon und ich. Polar, du hast dich heute aber beeilt. Also, hast du schon eine Meinung zu Epsilons Angebot? Das besprechen wir nicht brüllend über den Rasen. Komm rüber. Epsilon, wir teilen dir die Entscheidung mit, sobald sie gefallen ist. Ein erneuter Knall ertönte, als sich die Rüstung des Kaisers bereits zu ihren Teampartnern begeben hatte. Die drei Kaiser hatten sich etwas an den Rand begeben, während Epsilon mittig des Stadions stand. Seraora und Monagoras unsicher auf etwas Abstand. Und hinter ihnen... der Quell des letzten Knalls. Team Slash, Monagoras, Seraora, geht. Ab hier übernehme ich. Aber nein, geht. Im Anblick des Schattenkriegers mit seinen zwei roten Langschwertern verging Seraora sichtlich der Wille zu debattieren. Stattdessen gab er nach und schlich sich vorsichtig am Rande der Arena davon, Monagoras schnell folgend. Epsilon blickte stumm auf Darkrai, während er eine Klinge in den Boden schlug, welche rote Energie aus dem Boden schießen ließ, wie Fontänen, und sich selber mit dem Zoroark einschloss. Wenn du also die Chance siehst, die Rüstung im Besitz, die Kaiser im Angesicht, dann bist du bereit, deine wahre Hässlichkeit zu offenbaren. Trau dich. Sag mir noch einmal deine Lügen ins Gesicht. Hat der Plot-Kaiser mich nur angelogen? Würdest du dich nie mit ihm zusammenschließen? Hast du Elementara nicht getötet? Die Augen des Schatten leuchteten ebenso blutrot auf wie seine Klingen. Dieser Anblick sollte Furcht einflößen. Dies wusste Epsilon. Aber ebenso schaffte er es nicht mehr, als nur ein kleines Unwohlsein herbeizuführen. Ihr Plan war am Ende angekommen. Und das Einzige, was noch im Weg stehen könnte, wäre das Nein der Kaiser. Ein Nein, das sie sich nicht leisten konnten. Es gab keinen Grund mehr, weiter zu lügen. Natürlich habe ich gelogen. Lügen im Wunsch einer besseren Zukunft. Eine Einstellung, die vielen Pokémon in deinem Leben nicht fremd ist. Denn manchmal
bringt Ehrlichkeit. Erst wahres Misstrauen. Der Weg zum Frieden ist geebnet. Nur die Kaiser entscheiden noch, ob sie ihn bestreiten wollen. Ich muss nichts mehr verheimlichen. Du streitest es also nicht mehr ab. Du hast sie getötet. Kalten Blutes. Ohne Moral. Ohne Emotion. Eine ehrenvolle Kriegerin. Alleinig auf der Suche nach Frieden, welcher sie in dunkle Lügen führte. Ach, so denkst du über Elementare. Fehlgeleitete Lügen. Doch ein Pokémon reinster Intuition. Du merkst, dass sie und ich aus genau gleicher Moral handeln. Und am Ende sind ihre Lügen mit den meinigen kollidiert. Und haben ungewusste Freunde zu Todfeinden gemacht. Du wagst es. Du wagst es, euch gleichzusetzen. Du, wer auch immer du bist, was auch immer du mit Zoroark gemacht hast, an deinen Krallen klebt Blut, unschuldiges Blut. Und du wagst es, diese Taten gleichzusetzen mit einer Notlüge aus reinstem Herzen. Hast du jeden Bezug verloren zu dem, was war und ist? Epsilon, ich habe nur noch gewartet. Gewartet, bis sich ein einziger Beweis zeigt und dein eigenes Wort, dein Geständnis offenbarte sich nun. Damit sind wir am Punkt angekommen. Es war schon immer meine Bestimmung, die Fehler dieser Welt zu beheben. Und was auch immer bei deiner Ankunft geschah, es war so viel mehr als nur ein Fehler. Du bist ein Fehler, ein Monster. Jemand, der durch die Hölle ging und daraus lernte, dieselben Fehler zu wiederholen, doch dabei jede Emotion zu verlieren. Zoroark, kämpfe. Kämpfe um dein Leben. Wenn du dich traust! Ein Kampf sollte es sein. Nun, Epsilon konnte schwerlich behaupten, dass sie so etwas nicht erwartet hatte. Auch wenn es sie etwas störte, dass Aurora, Kell und Polar scheinbar kein Interesse hatten einzuschreiten, obwohl gerade die Verhandlungen liefen. Aber andererseits wäre es ihnen wohl recht, wenn sie gar keinen Deal annehmen mussten für diese Rüstung. Falls sie wirklich glaubten, dass es eine Chance gab. Epsilon hingegen. Sie wusste, dass sie stärker war. Ein Schattenkrieger. Einsam und alleine. Der sich ihr in einer anderen Welt sogar unterworfen hatte. Seraoras Gerede vom stärksten Krieger war ohnehin bestenfalls durch Kell veraltet. Und schlechtestenfalls schon immer erlogen gewesen. Und eben jenes Arcani hatte sie gerade erst bezwungen. Aurora in der Rüstung des Plottkaisers ebenfalls bereits. Was sollte ein Darkrai da anrichten? Sofort begann der Kampf, als Epsilon ihre Klinge aus dem Schatten zog. Eindeutig würde sich hier ein Schwertkampf ereignen. Doch in diesem wusste sich die einstige Kaiserin zu schlagen. Kaum hatte sie ihre Waffe jedoch gezogen, hatte sie den Feind aus dem Blick verloren. Aus purer Reaktion sprang sie nach vorne, im Wissen, dass ein Überraschungsangriff von hinten folgen würde. Allerdings merkte sie selber, wie dämlich sie wohl aussah, als sie vor absolut nichts weggesprungen war. Ihr Feind hatte sich nicht hinter sie begeben,
sondern schwebte hoch in der Luft, nahe der Decke seiner eigens geschaffenen Kuppel. Eines seiner Langschwerter streckte er dort gen Himmel, als sich rote Energie anzusammeln schien. Um dies zu stoppen, schoss Epsilon einen Spukball ab, welcher jedoch, der durch den Feind scheinbar einfach hindurchschoss? Energie umgab nun eine Klinge Darkreis, welche sofort die andere berührte und jene Energie übertrug. Bevor eine Reaktion des Zorak folgen konnte, stürzte der Schatten hinab wie ein Meteor, seine Waffen nach unten gerichtet, sodass diese direkt in den Grund einschlugen. Beim Aufprall entstand eine Explosion, geschaffen aus jener Energie, die die gesamte Kuppel ausfüllte und Epsilon in die Wand presste. Während sie wieder Fuß fasste, blickte Darkrai nur leicht auf. Sein ganzer Körper schien nun durchzogen von jener roten Energie, während jeder Zorn zu Gleichgültigkeit gewandelt schien. Was jedoch nicht den Kampf beendete, sondern lediglich zeigte, dass sich Nordicas Leiter nicht von seinen Emotionen behindern lassen würde. Und gleichermaßen zeigte es enorme Sicherheit. Epsilon versuchte sich hiervon nicht einschüchtern zu lassen, als sie nun selber in die Offensive trat, mit ihrer Klinge auf den Feind zustürmend. Doch blitzten die Augen Darkreis bloß rot auf, als all die Geschwindigkeit des Angriffes nullifiziert schien. Es fühlte sich an, als wäre die Welt um Epsilon herum, inklusive an ihr, langsamer geworden. Alles in dieser Welt, abgesehen von Darkrai. Trotz dieses Vorteiles entschied er sich jedoch dennoch, Epsilons Klinge einfach zu blocken. Mit einer seiner zwei eigenen, was ihm deutlich leichter fiel, als Epsilon gedacht und gehofft hatte. Die massigen Klingen schienen sich für ihren Führer anzufühlen wie bloße Dolche, deren Gewicht und Maße bei ihrer Bedienung irrelevant waren. Kaum hatte er Epsilons Hieb blockiert, schlug jene Klinge, die der einstigen Kaiserin gestoppt hatte, mit aller Wucht auf das Schwert des Zorak ein, welches zerbrach wie Glas. Die Zeit schien sich im Anschluss wieder zu normalisieren. Doch Epsilons Waffe war fort. Nun, dies aber nicht für lange. Denn jene regenbogenfarbenen Schwaden, welche immer noch durch das Schwert glitten, nutzten die Freisetzung, um sofort das Gefängnis in der Klinge neu aufzubauen. Darkrai betrachtete jenes Geschehen mit einem verwirrten, doch irgendwo auch wissenden Blick. Ein Blick, während jenem Epsilons Klauen einen Treffer erzielen sollten, auf welchen der Schatten jedoch auch einfach reagierte, um ihn abzuhalten. Zwar fand das Zorak ihre eigene Klinge sogleich wieder in ihren Händen, doch dies wäre nicht genug. Sie wusste wahrlich nicht, wie sie siegen sollte. Was war dieser Darkrai? Und noch dazu kämpfte sie nahezu einhändig, immer noch die Plot-Armor bei sich tragend. Ein Problem, welches sich schnell lösen sollte, als die nächsten Schwerthiebe Darkreis folgten, nach welchen Epsilon zu Boden stürzte. Und somit auch die Rüstung aus ihrer Hand. Und kaum kam dieses Emblem in Berührung mit der Kuppel, zerbarst die Kuppel völlig und gab den Weg frei für Kell, sich die Rüstung zu nehmen. Kaum berührte der Löwe das goldene Stück, erhellte sich die Welt. Selbst Darkrai schien für einen Moment erschrocken. Als das Licht verebbte, stand dort, wo gerade noch ein metallbepacktes Arcani war, ein stolzer,
goldener Löwe, der vor Kraft nur zu strotzen schien, was Aurora bewundernd beäugte. Und Epsilon war immer noch im Duell gegen Darkrai und nun hatte sie ihr einziges Druckmittel gegen die Kaiser verloren. Sie war am Ende.